Kopf. Ruhig, Eva. Eivor. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Eva und Uba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Eva ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Uba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrat nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Eva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Das ist deine Herausforderung. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Nenn mich Eivor oder Wolfsmal. Nenn mich nochmal Täubchen und du stirbst. Ach komm. Ihr seid doch viel zu klug, um euch mit diesen Ragnarsson-Hunden abzugeben. Hier ist noch Platz, wenn ihr euch was verdienen wollt. Wir brauchen deine Hilfe, nicht deine Schmeicheleien. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Wenn Sheolwulf auf dem Thron sitzt, wird es ihn kaum freuen, dass du ihm im Weg standest. Dass du an ihm zweifeltest. Gib dich mit der Hälfte zufrieden und Sheolwulfs erster königlicher Befehl wird nicht deine Enthauptung sein. Starke Ansage. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelburg. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Legrakester und Tempelburg. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Verschwinde! Thank you.
Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Meinen Atem im Nacken. Ich glaub doch nicht, dass du so entkommst. Ich spieß dich. Gleich ist es vorbei. Los, Söhnen. Roga! Emig tun je verstupen et in Else wäre. Strecke deine Füße. Ja, ja! Drichten! Sieh mal, wo fahren ich?
Was siehst du da oben, Sönin? Am besten ist eine Woche schwer. Hilf mir. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgret hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Ugh.
Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Pah, der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Bogrets Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Niemand einen freien Willen. Es heißt, sie würden große Blutfeste feiern. Als sie über die guten Schwestern dabei kamen, ins Hof herfielen, verschenkten sie nicht nur die Nonnen. Sie wussten auch ganz genau, wo die kostbaren Reliquien vertan waren. Zu einfach. Du wirst mich nicht los. Wir sind im Vorteil. Du. Zu lang. Spick die Brot mit Pfeil. Du gehörst mir. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken.
Die Kirche wird gut bewacht. Es muss einen Weg geben. Glaub doch nicht, dass du so entkommst. Gott wird uns nicht verlassen. Du wirst sühnen. Ja. Mich überlebt es nicht. Die Kirche wird gut bewacht. Es muss einen Weg geben. Moment mal. Immer was. Deine Zeit ist um, Ratte. Sie wurde wohl verriegelt. Kisten voller Nahrungsvorräte. Burgred gibt sich nicht kampflos geschlagen. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden, aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar, los, bring dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Stück bleiben. Lass es nicht mehr dauern.
Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Eva? Giobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Eva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ettelschwied ist im Tempelbuch. Ich werde herausfinden, was sie weiß.